Alles beginnt mit einem Polaroid. 1964 wird Andy Warhol auf ein Foto von Patricia Caulfield aufmerksam gemacht, was Hibiskusblüten zeigt. Warhol ist elektrisiert und beginnt in Anlehnung eine eigene Komposition auszuarbeiten, für die er die Fotografie in eine Quadratform einfügt und die Blüten für sein Format passend verschiebt. Erst 6 Jahre später, also 1970, präsentiert Andy Warhol sein Portfolio Flowers, bestehend aus 10 gleich großen Drucken, die Blüten in unterschiedlichen Zusammensetzungen und Farbmischungen. Diese Variante aus der Serie von 1964 sind die ersten in Warhols Oeuvre, die kein festes Hochformat haben und auf vielfältige Weise installiert werden können. Die Flowers gehören zu den ikonischsten Werken von Andy Warhol. Es ist eine absolute Seltenheit, dass wir einen vollständigen Satz Ihnen anbieten können.